Der Golf GTI TCR. Die Straßenversion des TCR Rennwagens, der wiederum abgeleitet wurde vom normalen Golf GTI. Das macht ihn doch jetzt eigentlich wieder zur normalen Straßenversion, oder? Das ist alles sehr wirr. Vor einer Weile bin ich den TCR Rennwagen gefahren. Der hat 350 PS und wiegt knapp 1200 Kilo. Die Straßenversion soll viele Gemeinsamkeiten mit der Rennversion haben, leistet allerdings nur 290 PS und wiegt 200 Kilo mehr. Außerdem soll er ähnlich souverän verzögern wie der Rennwagen. Naja, ähnlich ist relativ. Er hat auf jeden Fall keine Slicks. Auf der Landstraße, so beim normalen, schnelleren Fahren, kann man fast dem Golf vorwerfen, dass er sich ein wenig langweilig anfühlt. Ich versuche das für dieses Video ein bisschen zu kompensieren, indem ich auf einer nassen, sehr rutschigen Gleitfläche fahre. Einfach mal, um zu gucken, was passiert, wenn man das Auto jenseits des Grenzbereichs fährt. Weil genau da fängt der Golf GTI eigentlich an, Spaß zu machen. Und die große Tragödie an diesem Auto ist ja, dass der Grenzbereich unter normalen Bedingungen eigentlich niemals erlebt wird. Das liegt hauptsächlich daran, dass der GTI ungeheuer fähig ist. Er dämpft und bügelt beinahe alles weg, was andere Autos zucken lässt. Das Erste, was ich machen muss, damit ich wirklich an das Potenzial von diesem Auto herankomme, ist das ESP zu deaktivieren. Denn das ist schon wirklich sehr konservativ abgestimmt. ESC deaktiviert. Das habe ich auch übrigens genauso schon lange nicht mehr gesehen, weil hier steht gerade deaktiviert. Nicht eingeschränkt, deaktiviert. Der Rennwagen hat genauso wie der Straßen-TCR Frontantrieb. Allerdings besitzt er ein ziemlich nervöses Heck. Lupfe ich in der Kurve das Gas oder stehe beim Einlenken noch auf der Bremse, drehe ich mich schneller, als ich TCR sagen kann. Das Straßenauto kann ich ebenfalls ins Rutschen bringen, muss es aber mächtig zwingen. Hier ist eine Aufnahme, die wir vor einer ganzen Weile gedreht haben, mit einem Peugeot 308 GTI und der Art und Weise, wie der spielerisch durch die Kurve rutscht. Der rutscht sogar auf der Bremse, was einen durchaus überraschen kann, weil man das von normalen Straßenautos nicht gewöhnt ist. So ein Quatsch, werden jetzt manche sagen. Wer will schon ein Auto, das leicht außer Kontrolle gerät? Naja, alle, die auch mal auf Trackdays Spaß haben wollen. Wenn man bei VW versucht hätte, das Fahrverhalten dem Rennwagen nachzuempfinden, dann hätte man die Hinterachse zwangsläufig nervöser machen müssen, als sie das hier ist. Abseits bewässerter Pisten ist nämlich nichts von diesem Rennwagengefühl zu spüren. Es ist mal wieder typisch für VW, weil sie sagen, es wäre irgendwie mehr und spektakulärer und so weiter. Aber letztendlich fährt er sich eigentlich auch nicht viel anders als ein normaler Golf GTI. Insofern besitzt er auch alle Stärken des normalen GTI. Beispielsweise den fantastischen Landstraßenkomfort, den kein anderes Auto dieser Klasse bietet. Anders als der GTI Performance leistet der TCR 290 PS. Mit 7-Gang DSG beschleunigt er in 5,6 Sekunden auf 100. Kostet aber 3.355 Euro mehr als der Performance. 5 mm liegt er übrigens tiefer als der normale GTI Performance. 380 Newtonmeter ab 1.950 Umdrehungen aus dem 2-Liter Vierzylinder. Dem Motor kann man im Grunde genommen nichts vorwerfen, außer dass er nicht allzu spektakulär klingt. Das wäre der einzige Punkt, den ich so ansprechen würde. Ansonsten ist das Ding eigentlich relativ solide. Zudem gibt es eine mechanische Vorderachssperre. Darüber hinaus hat er 2 zusätzliche Wasserkühler, wie der Golf R. Dieser Satz stammt aus der Originalpressemitteilung. Jetzt bringt Volkswagen eine neue Evolutionsstufe,
dieses wie ein Rohdiamant geschliffenen Kultkompakten auf den Markt. Per Definition ist ein Rohdiamant nicht geschliffen. Bedeutet das, dass dieses Auto roh ist? Ich finde diesen Satz beispielhaft für den TCR. Denn selbst VW scheint sich nicht sicher zu sein, was dieses Auto sein soll. Der TCR war die perfekte Gelegenheit, einen aufregenden, aggressiven Golf zu bauen. Ein Auto, das wirklich wie die Straßenversion eines Rennwagens fährt. Stattdessen baut VW lediglich einen weiteren GTI.